Hallo und herzlich willkommen im 3D-Druckclub. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch ein wenig über die Filamentlagerung erzählen. Also, bis gleich nach dem Intro. So Freunde, heute zeige ich euch mal, wie ich mein Filament lagere. Viel Spaß! Oh, ich glaube, ich brauche neues Filament. Halt, stopp! Bitte lagert euer Filament nicht so. Das war nur Spaß. Das dachte ich auch bis gestern. Im Internet gibt es viel Wissen, aber auch Halbwissen und falsche Infos. Auch ich bin einer Fehlinformation erlegen. Dank des Kommentars von Jules MS wurde ich aber eines Besseren belehrt. Ich wollte das Video nachträglich korrigieren, aber scheinbar kann man in YouTube im Nachhinein seinen Videos nichts mehr an Inhalt hinzufügen. Oder ich habe es einfach nicht gefunden. Aus diesem Grund habe ich das Video kurzerhand entfernt, um den fehlerhaften Part zu verbessern. Denn ich möchte nicht bewusst falsche Informationen übermitteln. Es kann immer passieren, dass man sich mal irrt. Deshalb bin ich froh, dass ich jemanden in der Community habe, der mich verbessern konnte. Danke nochmal an Jules MS. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, Filamente sollten bei Raumtemperatur in einigermaßen trockenem Klima gelagert werden. Filamente wie PLA, ABS, ASA, PET und PETG können durchaus in einem gut durchlüfteten Schrank gelagert werden. Also war meine Tetris-Spielerei gar nicht so verkehrt, wie ich eigentlich dachte. Filamente wie Nylon und PVA dagegen sollten strikt in einem luftdichten Behälter zusammen mit trockenem Silikagel gepackt werden. Bei einem Zipbeutel könnt ihr mit einem Plastikhalm zusätzlich vorher die Luft aus dem Beutel saugen und schon ist die Rolle fast vakuumverpackt. Wenn ihr lieber eine solche Kiste verwenden wollt, dann klebt in den Deckel ein Dichtungsband ein, packt genügend Silikagel mit dazu und dann sollte das auch funktionieren. Sollte euer Filament doch einmal Feuchtigkeit gezogen haben, dann habt ihr eventuell noch die Chance, es in den Backofen zu legen und bei niedriger Temperatur ein paar Stunden ausdampfen zu lassen. Dann habt ihr eventuell die Chance, das Filament zu retten und müsst es nicht wegwerfen. So, das soll es schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem korrigierten Video ein paar Tipps geben, damit euer Filament länger top bleibt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im 3D-Druckclub. Ciao.